wie Sie den größten anzunehmenden Trading-Unfall vermeiden. Was könnte denn der größte anzunehmende Trading-Unfall sein? Meine ich vielleicht, dass Sie Ihr gesamtes Handelskapital verspekulieren? Nein, das meine ich zwar nicht, aber es geht schon in die richtige Richtung und ich möchte Sie eigentlich nicht beunruhigen, aber wenn ich sage, es könnte auch schlimmer kommen, dann meine ich im Grunde genommen, dass Sie das Geld auf Ihrem Handelskonto verspekulieren und zusätzliches Geld noch dazu, Geld, was gar nicht auf Ihrem Handelskonto ist. Mit anderen Worten, wenn Ihr Konto ins Minus läuft. Und jetzt werden Sie vielleicht ganz beunruhigt fragen oder denken, kann denn so etwas passieren? Und dann müsste ich sagen, ja, lieber Börsenfreund, auch so etwas kann passieren. Und wie so etwas passieren kann, das wollen wir uns gleich mal anschauen. Aber ich möchte Sie auch nicht nur beunruhigen, sondern ich möchte Sie auch an dieser Stelle beruhigen, wenn Sie sich größtenteils an die Regeln halten, die Sie hier gelernt haben, dann können Sie so etwas natürlich auch vermeiden. Wie viel kann ich im schlimmsten Fall beim CFD-Trading verlieren? Seien Sie sich stets bewusst, alle Instrumente, die auf Margin gehandelt werden, also auch CFDs, beinhalten das Risiko, dass der Trader mehr Geld verlieren kann, als er auf seinem Handelskonto hat. Sollte es zu dieser Situation kommen, so ist der Trader verpflichtet, ein Minus auf seinem Konto auszugleichen. In der Fachsprache wird hier von der sogenannten Nachschusspflicht gesprochen. Eins kann ich Ihnen gleich sagen, jede Kontoeröffnung, die Sie unterschreiben werden, da wird es diesen Passus Nachschusspflicht geben. Da unterschreiben Sie, dass Sie für eventuelle Verluste, die höher sind als Ihr Kontostand, aufkommen werden. Was ja auch eigentlich ganz logisch ist. Sie können natürlich nicht erwarten, dass Ihr Broker das für Sie ausgleicht. Wenn Fehler im Vorwege durch Sie entstanden worden sind, dann wird er sich nicht dahinstellen und sagen, ich bügel diese Fehler aus. Trotz einer Vielzahl von Sicherheitsmechanismen kann es gerade bei stark gehebelten Positionen in Kombination mit einer Kurslücke oder bei illiquiden Handelswerten zu einer solchen Situation kommen. In dieser Situation ist nicht auszuschließen, dass die verlustbringende Position des Traders nicht rechtzeitig glattgestellt werden kann. Zunächst einmal möchte ich ganz kurz über den ersten Satz sprechen, im letzten Absatz bei stark gehebelten Positionen. Sie sehen, das ist hier auch gehighlightet. Sie werden sich daran erinnern, ich habe gesagt, wenn Sie Anfänger sind, empfehle ich Ihnen einen ganz kleinen Hebel, vielleicht auch am Anfang überhaupt gar keinen Hebel einzusetzen, um dieses Geschäft erstmal kennenzulernen, um sich selber kennenzulernen, um zu sehen, wie reagiert man selbst in bestimmten Drucksituationen. Und wenn man also sehr stark hebelt, dann ist der Druck natürlich auch sehr groß und auch das Risiko sehr groß. Eine Möglichkeit, so eine Situation zu vermeiden, dass man vielleicht in die Nachschusspflicht kommt, ist natürlich auch dementsprechend zu arbeiten. Das heißt, vorsichtig, nicht zu spekulativ am Anfang arbeiten, sondern wenn Sie denn auch unbedingt mit einem großen Hebel arbeiten wollen, dann sollten Sie sicher sein, dass auch genügend Polster auf Ihrem Handelskonto vorhanden ist. Szenario: starker Hebel und Kurslücke. Wir sehen eine Skala von 8 Euro bis 14 Euro. Und wir sehen hier, der Marktverlauf war an der Spitze bei 14 Euro, im Tief bei 10 Euro. Und immer noch bewegen wir uns in einer Handelsspanne. Wir sagen auf Englisch dazu auch Range. Wir bewegen uns innerhalb einer Range von 10 Euro und 14 Euro. Mal sehen, ob wir diese Range, diese Handelsspanne jetzt verlassen. Nein, auch jetzt noch nicht. Wieder handeln wir von 10 hoch bis 14 Euro, brechen die 14 Euro nicht und brechen auch nicht unter die 10 Euro unten weg. Es geht wieder nach unten, aber auch nicht tiefer als 10 Euro. Und was würden Sie jetzt vermuten, was passiert, wenn der Markt tatsächlich weiterhin in dieser Range bleibt? Würde ich mal vermuten, der nächste Schritt geht wieder nach oben Richtung 14 und wir sehen ja, die nächsten drei Schritte pirschen sich wieder nach oben an die 14-Euro-Marke heran und nach wie vor sehen wir, dass die Range nicht gebrochen wird und auch hier wieder sehen wir eine Bewegung nach unten, aber sie stoppt exakt bei 10 Euro.
Jetzt haben wir es kurz vor Marktschluss. Den ganzen Tag über ist der Markt geranged zwischen 10 und 14, hat diese Handelsspanne nicht verlassen. Und jetzt bleiben noch ein paar Minuten übrig, vor Handelsschluss ist. Und Paulchen Schlau guckt sich jetzt diesen Marktverlauf an und sagt sich, der Markt hat den ganzen Tag von 10 Euro hoch bis 14 und wieder runter bis 10 Euro, aber er hat die 10 nach unten hin nicht durchbrochen. Es ist zwar richtig, dass wir jetzt kurz vor Marktschluss sind und nur noch ein paar Minuten zu handeln haben, aber mit ein bisschen Glück könnte ich doch vielleicht hier unten bei 10 Euro kaufen. Das sieht ja aus wie eine bombensichere Sache. Ich wäre eigentlich doof, wenn ich das nicht machen würde. Ich könnte hier unten schön bei 10 kaufen mit einem Kursziel von 14 Euro. Paulchen Schlau, meine Damen und Herren, überlegt jetzt erstmal, ob er das machen sollte. Paulchen Schlau ist aber nicht ganz so schlau, wie wir immer gedacht haben, denn Paulchen Schlau sieht im Moment nur sein Kursziel und das haben wir miteinander besprochen. Bevor ich mich in einem Trade engagiere, bin ich eingestellt auf alle Eventualitäten, die passieren können, aber Paulchen Schlau ist so blind vor Gier im Moment, dass er nur die 14 Euro nach oben als Spanne sieht, die für ihn als Gewinn möglich sein könnten. Wie viel Geld hat denn unser Freund Paulchen Schlau überhaupt auf seinem Konto? 5.000 Euro hat er. Für diesen Markt müsste er pro Aktien-CFD 5% als Sicherheit hinterlegen. Also die Margin liegt bei 5%. Der Kaufpreis der Aktie oder des CFDs, wir sehen ja gerade, wir liegen bei 10 Euro, wären somit 10 Euro Kaufpreis. Hier ist Paulchen Schlau eingestiegen und hat sich seine Position gekauft zu 10 Euro. Wie viele Stücke hat Paulchen Schlau denn genommen? Ja, eigentlich dürften wir ihn jetzt gar nicht mehr Paulchen Schlau nennen, denn ich sage jetzt mal, Paulchen hat sich überlegt, ich nehme die maximale mögliche Anzahl an CFDs. Und wir haben gesagt, die Aktie steht bei 10 Euro und 5% müsste er pro CFD als Sicherheit hinterlegen. Das heißt, 50 Cent müsste er pro Aktien-CFD als Sicherheit hinterlegen. Und er will jetzt das Maximum ausschöpfen und errechnet sich kurz, dass er dann 10.000 CFDs kaufen könnte. Wenn wir uns jetzt mal kurz überlegen wollen, was bewegt jetzt Paulchen am Markt, was für ein Handelsvolumen. Wir wissen, dass jeder CFD einen Wert von 10 Euro hat. 10 mal 10.000, denn er hat ja 10.000 Stücke davon. Und dann kommen wir auf ein Handelsvolumen, auf eine Positionsgröße von 100.000 Euro. Ich brauche es nicht zu sagen, Paulchen hat hier den höchsten maximalen Hebel angesetzt, ein Hebel von 20. Warum hat er das gemacht? Paulchen Schlau ist gierig. Er denkt, wenn der Markt hochgeht auf 14 Euro, könnte er da einen Riesengewinn machen. Wir halten das mal fest. Mit einem Hebel von 20 arbeitet er und sein Kursziel sind 14 Euro. Und das rechnen wir uns jetzt mal spaßeshalber aus. Wenn das wirklich so hinhaut, wie Paulchen sich das vorstellt, dann kauft er den CFD bei 10 Euro und mit Glück stößt er ihn bei 14 Euro ab und hätte somit 4 Euro pro CFD Gewinn gemacht. Und er hat ja auch noch 10.000 Stücke davon. Das heißt, Paulchen Schlau hofft auf einen erwarteten Gewinn von 40.000 Euro. Die Gier macht ihn schon ein bisschen blind, die Scheine fliegen ihm schon im Kopf über die Ohren hinweg. Jetzt sind noch eine Minute zu handeln, Paulchen Schlau hofft noch. Eine Minute haben wir noch, bevor der Markt schließt. Hoffentlich zieht er jetzt nochmal in der Schlussphase nach oben. Aber Paulchen Schlau muss enttäuschend zusehen, wie der Markt sich eigentlich nicht mehr von der 10er-Marke wegbewegt und der Markt dann schließt. Was jetzt passiert, ist nicht so schön für Paulchen Schlau, denn nachbörslich werden Unternehmenszahlen bekannt gegeben, die den Markt enttäuschen. Und somit kommt es am nächsten Morgen zu einem Gap, zu einer Kurslücke. Und Sie sehen, wo er eröffnet, bei 9 und bedingt durch die Kurslücke erleidet Paulchen Schlau einen so großen Verlust, dass sein Broker seine Position glattstellen muss, da die Margin nicht mehr ausreicht und sein Handelskonto ins Minus läuft. Der Broker greift zu seiner letzten Möglichkeit und wir nennen das liquidiert, schließt Paulchen Position. Der erste Handelspreis
Nach der Kurslücke ist der Eröffnungskurs bei 9 Euro, zu dem die Position geschlossen wird. Verkaufspreis sind 9 Euro. Paulchen Schlau hatte 10.000 CFDs und jetzt können wir uns das ganz leicht ausrechnen. Paulchen Schlau hat bei 10 Euro gekauft, der Markt steht jetzt bei 9 Euro, das heißt pro Position verliert Paulchen Schlau 1 Euro. Paulchen Schlau hat 10.000 Positionen, das heißt mit anderen Worten, Paulchen Schlau verliert 10.000 Euro. Mit wie viel Geld hat Paulchen Schlau angefangen, sein Konto zu handeln? Mit 5.000 Euro. Und was sehen wir? Er erleidet einen Verlust von 10.000 Euro. Und was heißt das in der Summe? Dass Paulchen Schlau jetzt einen Kontostand von minus 5.000 Euro hat. Und damit hat Paulchen Schlau mehr Kapital verloren, als auf seinem Konto war. Und nun muss Paulchen Schlau sein Handelskonto ausgleichen. Denn Paulchen Schlau ist jetzt in der Nachschusspflicht und der Broker will und erwartet von ihm, dass Paulchen Schlau schnellstmöglichst diese 5.000 Euro auf seinem Konto ausgleicht. Das ist also ein mögliches Szenario. Und wenn Sie auf das achten, was Sie erlernt haben, dann vermeidet man so etwas. Zum Beispiel geht man nicht mit maximalem Hebel ganz am Anfang schon so früh ran. Das ist eine Sache, die Sie vermeiden sollten. B, kurz vor Marktschluss im Markt zu bleiben mit so einem großen Hebel, kann ja gar nicht gut gehen. Das Risiko ist viel zu groß. Sowas machen Sie hoffentlich selbstverständlich in Zukunft nicht. Große Position und illiquider Markt. Achten Sie darauf, dass Ihre CFD-Position immer nur so groß ist, dass sie kurzfristig und mühelos geschlossen werden kann. Angenommen, Sie haben über eine Woche 5 Tranchen mit je 300 CFDs gekauft, insgesamt also 1500 CFDs, und nun muss diese Position aufgrund von Handelsverlusten liquidiert werden. Wir sehen hier eine Aktie. Wir sehen den Geldkurs und den Briefkurs und wir können ein bisschen in die Markttiefe schauen. Das heißt, wir gucken in dieses Orderbuch ganz oben. Wir reden jetzt von der linken Seite, das ist die Geldseite. Hier stehen die Kaufinteressenten. Derjenige, der ganz oben steht, ist derjenige, der bereit ist, am meisten zu bezahlen. Hinter ihm steht derjenige, der am zweitmeisten bezahlen will. Und hinter dem wiederum steht derjenige, der am drittmeisten bezahlen will. Auf der rechten Seite ist es genauso. Als Preis haben wir hier erstmal 132 glatt zu 134,2000. Und wenn Sie ein aufmerksamer Schüler waren, dann klingeln jetzt schon mal erstmals die Alarmglocken bei Ihnen, denn Sie gucken sich den Spread an und sagen, Moment, da hat der Herr Jafari doch mal was gesagt. Wenn die Spreads weit auseinander sind, dann könnte das ein Indiz dafür sein, dass dieser Markt nicht liquide ist, dass dieser Markt illiquide ist und es wenig Kauf- und Verkaufsinteresse gibt. Wir gucken uns jetzt gleich mal die Stückzahlen an und wir gehen mal einfach davon aus, dass hinter diesen Stückzahlen keine weiteren Gebote mehr sind, sondern wir tun jetzt einfach mal so, als ob wir 3 Kaufinteressenten auf der linken Seite haben und 3 Verkaufsinteressenten auf der rechten Seite. Und jetzt gucken wir uns mal die Stückzahlen an, die zur Verfügung stehen. Also wir haben links auf der Kaufinteressentenseite, auf der Geldseite 382 Stücke, 200 Stücke und nochmal 300 Stücke. Und auf der rechten Seite haben wir 395 Verkaufsinteressenten oder es kann natürlich auch eine einzige Person sein, die 395 mal verkaufen will. Dann haben wir noch einen mit 215 Stücken, die er verkaufen will und noch jemanden mit 250 Stücken, die er verkaufen will. Und auch da müssten bei Ihnen jetzt wieder die Alarmglocken angehen und sagen, Mensch, manchmal sprechen wir von irgendwelchen Telekom-Aktien und dann sind das 10.000 Stücke auf der Briefseite oder auf der Geldseite. Und ich sage Ihnen jetzt nochmal ganz beiläufig, 10.000 Stücke auf der Brief- oder Geldseite bei einer Telekom-Aktie ist kein großes, ungewöhnliches Volumen, sondern ein ganz normales Volumen. Und hier stellen wir dann auf einmal fest, 300, ist das nicht ein bisschen wenig? Und das wäre unser
zweites Indiz dafür, dass es sich hier vielleicht um einen sehr illiquiden Markt handeln könnte. Dann gucken wir uns jetzt nochmal auf der Geldseite die Kurse an und sehen, der erste ganz vorne, der will noch 132 glatt bezahlen, der dahinter zahlt 131,80 und der dahinter zahlt auch nur noch 130,20. Sie sehen, die Schere nach unten hin wird auch immer größer. Also wenig Kaufinteresse, wenig Verkaufsinteresse. Da auf allen Geldseiten aktuell nur 882 Stücke gesucht werden, wird die Liquidierung zum einen die Geldseite nach unten drücken und zu einem schlechten Ausführungspreis und somit zu einer möglichen Nachschusspflicht führen. Zum anderen ist es aufgrund der Illiquidität des Wertes nicht möglich, Ihre Gesamtposition in einem Zug zu schließen. Also, was soll das heißen? Sie sind jetzt unter Druck. Diese 1500 Positionen, die Sie über eine Woche immer jeweils mit 300er Tranchen gekauft haben, laufen gegen Sie. Ihr Broker macht Druck und sagt, du verlierst Geld, du musst deine Position schließen. Und jetzt wollen sie 1500 Stücke verkaufen am Markt, aber sie sehen, es gibt nur insgesamt 882 Käufer. Jetzt ist guter Rat teuer. Sie könnten jetzt natürlich sagen, ich verkaufe um jeden Preis, ich will nur raus, sofort raus und ich werde Ihnen versprechen, Sie werden sich hinterher über die Preise erschrecken, die Sie bekommen werden. Die ersten 882 Stücke können Sie sich vorstellen, die würden Sie auf diesem Level, die Sie hier vor sich sehen können auf der Geldseite, die würden Sie kriegen. Aber was danach passiert? Auf jeden Fall wird es nicht schön sein und ich glaube, hier können wir jetzt verstehen, was damit gemeint ist. Große Position und illiquider Markt. Sie haben keine richtige Möglichkeit, aus dieser Position rauszukommen, aber auch diese Situation wäre vermeidbar gewesen, hätte man einfach sich daran erinnert, was man im Vorwege gelernt hat. Illiquider Markt, Vorsicht, auf den Spread achten, auf die Stückzahlen achten, nicht zu groß investieren, denn dann kann es Probleme beim Abstoßen der Position geben. Es gibt ja einiges an Schutzmechanismen und darüber wollen wir als nächstes sprechen.